Hallo meine Lieben, ich wünsche euch allen ein frohes Neues. 2012. Ich habe mir heute überlegt, mal Hochdeutsch zu sprechen. Also ich will einen anderen Dialekt sprechen. Bin vielleicht besser. Machen wir das mal. Ne? Hört vielleicht besser an. Ich kann ja mehrere Dialekte. Könnt ihr vielleicht mal Koffer im Elf machen, Passkontrolle? Nee, es kommt auch nicht gut. Was können Sie noch sprechen? Okay, gehst mal horn. Horn, spät horn. Oh, das hört sich wieder so männlich an. Das kann ich eigentlich nicht. Ach, was ich ganz vergessen habe. Mein neuer Look. Wie gefällt er euch denn? Ich muss mich ja ständig verändern. Ständig. Denn ich muss irgendwas machen an mir. Entweder Rocher Kondomhütchen kaufen. Oder, schaut mal, hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier, ich habe meine Brust ein bisschen erweitern lassen. Ist die eigentlich förmig? Ist er eigentlich förmig? Sieht ein bisschen unförmig aus. Ich habe gedacht, der Arzt ist gut. Ich habe einen in Sibirien auftreiben können. Der hat mich nur 200 Euro gekostet. Wissen Sie, was er sagt? Frau Lückner, wir können nur Ihre Brüste etwas unförmiger machen. Ich hatte mal ein Furunkel drin. Ein Furunkel. Oder heißt es Furunk? Naja. Hauptsache, man sieht sich im Dunkeln. So. Er hat da rumgeschnibbelt und gemacht und getan. Er hat gesagt, man müsste sie auch noch etwas liften. Da habe ich gedacht, wie? Mit dem Aufzug oder was? Ja, nein. Das glaubt er nicht. Mit dem Aufzug. Denn er hat mir eine ganz andere Antwort gegeben. Er verstand nicht meine Sprache. Dann haben wir noch einen Dolmetscher aufgetrieben. Der hat auf Indisch übersetzt. Der hat auf Indisch übersetzt. Mir kam das gleich so irgendwie ganz bekannt vor. Aus einer komischen indischen Fernsehshow. Wer wird Millionär auf Indisch? Na jedenfalls, ganz komisch. Ganz komisch ist, dass der Ismet jetzt schon wieder auf seiner kriminellen Tour ist. Ich bin jetzt Gott sei Dank alleine, er kann mich nicht mehr anschreien. Denn vorhin habe ich so getan, als wäre ich erkältet, ich habe mir die Nase rot angemalt, mit so einer Spezialfarbe. Dann habe ich bis ich kann kaum rein. Ich habe Fieber und alles. Geh doch mal vor die Kamera, denn ich muss hier ab und zu mal einen Bericht bringen. So, Ismet ist wieder auf der Diebestour. Mit dem gehe ich auch nicht mehr einkaufen. Das habe ich eingeführt, dass ich mit dem nicht mehr einkaufen gehe. Nicht? Ich sag's euch, liebe Leute. Die Käthe letztens. Mit der hab ich mich am Bahnhof getroffen. Sag ich, Käthe, was machst du denn da am Bahnhof? Am Hanauer Hauptbahnhof? Na, das sagt die Käthe. Du, ich verdiene da mein Geld. Ich so, wie? Du verdienst da mal dein Geld. Komisch, komisch. Was machst du da? Warum gehst du? Wo gehst du beim Bäcker da oder arbeiten? Nein. Geht sie da beim Kioskhändler ein, da arbeiten? Sagt sie nein. Na, ich war's nicht. Was machst du denn da? Wo? Warum hast du komische Klamotte an, so aufreiz, so Mini-Rekscher? Wir haben doch hier 6 Grad gerade mal in Hanau. Da sagt sie zu mir, du, ich hab da doch Strumpfhosen an. Aber sag doch mal, warum stehst du so komisch an der Ecke mit dem Bein so auf der Mauer? An der Mauer? Sagt man da. Ach, ich kann mich schlecht ausdrücken, du.
Jetzt ganz kribbelig, wenn ihr die Story hört, was sie macht. Sagt sie zu mir, ei, ich den anschaffe. Ja, sag ich zu ihr, schaffe geht jeder. Und anschaffe geht auch jeder. Geld muss jeder doch verdienen. Sagt sie mir, ich bin Prostituierte. Guck ich sie so an, wie du bist, ein Schlamp? Ei, ich muss doch mal Geld verdienen, sagt sie. Ja, was verdient man da so am Tag? Na, es kommt ganz drauf an, bei 10 Freiern, gute mal 5 Scheine. Ich sag, das könnte man sich doch mal überlegen. Bumse tue ich gern. Bumse jeden Tag. Nur der Ismet ist halt nicht da. Da gehe ich immer zum Herbert. Und zum Willi, ohne der unten im Keller wohnt, gehe ich da halt mal bumse. Weil der Ismet, der hat sowieso zu tun. Der kommt abends nach Hause. Da will ich nochmal bumse. Ich bin kleptomanisch, nymphomanisch veranlagt. Nennt man das so? Ich muss da mal überlegen. Naja, wie auch immer. Ich muss mir gerade mal zurechtrecken. Ich muss mich mal zurechtrecken. So, mich besser konzentrieren kann. Ja, so. Wisst ihr, Leute, ich gehe demnächst mal schaffen an. Ach, anschaffen heißt das ja, Entschuldigung. Ich gehe demnächst auf den Strich, sagt meine Freundin. Und zwar habe ich mir eine gute Sache überlegt. Ich nehme ein Stück Kreide mit. Ein Stück Kreide nehme ich mit. Und zwar folgendermaßen. Ich zeichne am Bahnhof einen Strich auf mit der Kreide und laufe da drauf. Meint ihr denn, dass man damit auch Geld verdienen kann? Wenn man auf den Strich läuft, kriegt man bestimmt mehr Kunde. So, jetzt laufe ich aber einen Strich und eine Kunde kommt. Wenn er mich dann fragt, was ich da mache, sage ich, ich betreibe Werbung. Darf man ja zwar nicht immer, aber vom Strich bestimmt. So, Freunde, wisst ihr, habt ihr Silvester auch eigentlich gut verbracht? Mir ist nämlich was passiert. Der Ismet hat so Rakete aus. Wo waren die her? Ah ja, die waren aus Nord-Kirskur-Zikutsk, die Rakete, aus Nord-Zikutsk, oder Kurzik, das liegt irgendwo um sibirische Kastelmeer, glaube ich. So, da sagt mir Ismet, du, ich habe gute Rakete, die fliegt ziemlich weit. Sag ich, Ismet, das interessiert mich doch gar nicht. Ich interessiere mich nicht für Raketen. Wir stehen da auf dem Bash. In der Alpen. Auf der Hütte. Sagt er zu mir. Heidlin, geh in Deckung. Sag ich, Ismet, eine Rakete schießt ja nach oben los, ne? Sagt die Ismet. Nein. Schießt die immer links los. Sag ich, warum? Damit die Rakete immer schön die Gerade hält, sagt er. Wie die Gerade hält? Damit er immer jemanden trifft. Ihr müsst euch das mal reinziehen, der hat Spaß, Leuten Rakete abzuschießen. Soll ich jetzt weiter fremd gehen? Oder soll ich auf den Strich gehen? Huch! Die Kamera wackelt, ich bin so aufgeregt für die Geschichte. Gut, ich bin aus dem Weg gegangen. Der Ismet hat da noch so zwei, wie beim Flieger, zwei Zacke reingemacht. Sag ich, Ismet, was machst du denn da? Ich bastel die Lenkung vor der Rakete. Du wirst schon wissen, was du tust. Männer wissen immer, was sie tun. Es redet schon wieder Hochdeutsch. Wenn ich aufgeregt bin, rede ich öfters mal vorher Hochdeutsch. So. Der Leo. Ja. So. Folgendermaßen. Er lässt die Rakete starten. Ich
stehe rechts an der Seite, 50 Meter vor ihm. 50 Meter vor ihm, neben ihm. Er zündet die Rakete an, das Ding geht los, macht eine Kerze gerade bohren, eine Kerze gerade bohren. Direkt in meinen Anus rein. Direkt in meinen Anus. Ich sag euch, wir waren beim Krankenhaus. Ich kann jetzt aus zwei Löchern scheißen. Ist ja einerseits nicht schlecht. Da bin ich schneller fertig mit dem Geschäft. Doch, ich hab so schrecklich Brandblase gehabt. Hinten da an der linken Arschbacke und der rechten Arschbacke hatte ich auch ein. Naja, ich mir sag nur, weit! Wenn ich Rakete anschließe, weiß schon was du. Tut mir leid, dass ich das getan hab, aber will ich was so? Wenn du aus zwei Löchern scheißt, das heißt, du musst nicht so oft gehen. Das heißt, die Toilette bleibt sauberer. Ismet, warum musst du denn die Toilette putzen? Sagt Ismet. Nein, muss ich nicht. Ich bin auf Geschäftsreise. Sag ich, Ismet. Ich bin hier für den Haushalt zuständig, obwohl das meine Wohnung ist und du bist nur unterwegs. Deswegen, meine lieben Leute, merkt euch eins. Entweder, wenn ihr so eine Beziehung habt, bumst mit eurem Besenstiel, bumst mit eurem Putzlappe oder geht gleich zum Nachbarn oder geht auf ein Dreieck. Allah, ich wünsche euch schönen Abend. Ciao.